Ja, hallo. In diesem Video geht es um eine weitere Anwendung des Operationsverstärkers OPV. Wir wollen ihn als Referenzspannungsquelle missbrauchen. Die Schaltung habe ich mal hier aufgezeichnet. Wir haben also hier einen OPV, hier eine Z-Diode, die wird ja in Sperrrichtung betrieben. Da habe ich mal einfach gesagt, 5 Volt hat die. Dann hat die Z-Diode einen Vorwiderstand R1 und hier unten habe ich auch noch zwei Widerstände. Gut, wie funktioniert die ganze Schaltung jetzt? Also zunächst einmal gucken wir uns hier, also das denken wir uns alles weg. Gucken wir nur mal hier auf die Z-Diode und auf den Vorwiderstand. Wir nehmen also an, dass der Operationsverstärker eine positive Ausgangsspannung hat. Ne? Das werden wir dann verifizieren, aber wir nehmen das zunächst mal als Hypothese an. Dann wird hier ein Strom durch die Z-Diode und den Vorwiderstand fließen Richtung Masse. Ja, und hier wird sich also irgendeine Spannung einstellen. Wie hoch die ist, müssen wir mal ausrechnen. Ja, betrachten wir jetzt den anderen Zweig. Genauso wird hier vom Plus ein Strom durch diese beiden Widerstände nach Masse fließen, also hier unten rum. Da habe ich mal einfach gesagt, die beiden haben 10K. Ja, und diese beiden Widerstände bilden einen unbelasteten Spannungsteiler. Warum unbelastet? Weil ja der Eingangswiderstand eines idealen OPVs unendlich groß ist. Ja, das heißt, da fließt kaum Strom rein oder raus. Ja, und weil hier kein Strom fließt, kann man einfach sagen, das ist ein unbelasteter Spannungsteiler. Oder man kann auch sagen, von hier nach hier, das ist eine Reihenschaltung aus zwei Widerständen. So, und was macht jetzt der OPV? Der vergleicht die beiden Potenziale oder Spannungen, die sich hier bzw. hier einstellen, na, hier und hier. Ja, die werden hier verglichen und je nachdem, was da rauskommt, ergibt sich da eine Ausgangsspannung. So, jetzt müssen wir irgendwie in die Schaltung einsteigen und da mache ich das zunächst einmal lehrbuchmäßig. Und am Ende des Videos erkläre ich euch, warum die lehrbuchmäßige Erklärung eigentlich verkehrt ist. Gut, aber machen wir es zunächst einmal so wie an der Uni oder der Schule, in der Schule. Na, da würde der Lehrer jetzt anfangen. Ihr wisst ja, es gibt zwei Arten von Rückkopplung. Einmal die Mitkopplung zum nicht invertierenden Eingang und einmal die Gegenkopplung zum invertierenden Eingang. Und da ich hier eine Gegenkopplung hat, würde der Lehrer sagen, habe ich hier eine Steuerspannung von 0 Volt. Ja, also hier habe ich meine 0 Volt. Ja, ich habe hier das gleiche Potenzial, das ist immer so, das haben wir schon gelernt in den vorigen Videos bei einer Gegenkopplung. So, wenn ich hier und hier das gleiche Potenzial habe, ne, ich habe ja 0 Volt Unterschied, dann habe ich das natürlich auch hier. Ja, am Anfang der Z-Diode und am Anfang des Widerstandes oder am Ende, je nachdem, wie rum man guckt. So, auf der anderen Seite dieser beiden Bauteile habe ich aber auch das gleiche Potenzial. Die sind ja hier verbunden. Ja? Und da ich auf beiden Seiten das gleiche Potenzial habe, sind die beiden parallel. Ja, ich male es mal auf. Wenn das Widerstände wären, sehe das Ganze so aus. Ich habe oben das gleiche Potenzial, ne, habe ich hier. Die sind beide verbunden. Ich habe unten das gleiche Potenzial, hier über diese 0 Volt. Ne, die sind zwar nicht wirklich verbunden, aber man kann sich hier eine Brücke denken, weil der Unterschied zwischen beiden ist 0 Volt. Die darf man natürlich nicht wirklich reinmachen. Der Unterschied ist ungefähr 0 Volt. Ja, und deshalb sind die genauso parallel wie diese beiden Widerstände. Die Z-Diode und dieser Widerstand R3 sind virtuell parallel geschaltet. Ja, nicht tatsächlich, aber virtuell. So, und an parallelen Bauteilen oder Widerständen hier sind es Bauteile, an parallelen Bauteilen fällt die gleiche Spannung ab und daher weiß ich, die 5 Volt Spannungsabfall, die ich hier habe, die habe ich auch hier. Und damit weiß ich, die Spannung an R3 ist 5 Volt. So, das ist schon mal ein großer Schritt in Richtung der Lösung. Der Rest ist jetzt ziemlich einfach. So, jetzt hatten wir ja gesagt, dass wir hier unten, na, wir betrachten jetzt mal diese beiden Widerstände hier, dass hier unten ein unbelasteter Spannungsteiler vorliegt. Ne, unbelastet, weil der Eingangswiderstand des idealen OPVs unendlich groß ist,
bzw. des realen OPVs sehr groß ist. Ja, deshalb ist dieser Spannungsteiler unbelastet. Oder man kann auch sagen, ich habe eine einfache Reihenschaltung aus zwei Widerständen. Ne? Von Plus fließt der Strom durch die beiden Widerstände nach Masse. Einfache Reihenschaltung. So, und deshalb kann ich die Gesamtspannung, die an beiden Widerständen abfällt, ne, das ist ja die gleiche wie die Ausgangsspannung, die kann ich ganz einfach berechnen. Und zwar wissen wir ja, bei einer Reihenschaltung verhalten sich die Spannungen wie die Widerstände und daraus ergibt sich die Formel U Gesamt zu U R3, also der Spannung hier an R3, verhält sich wie R Gesamt zu R3. Ne? Spannungen verhalten sich wie die Widerstände. Wobei R Gesamt ist R2 plus R3. Ja, kann ich auch nochmal hinschreiben. R2 plus R3 ist das. Ja, jetzt brauche ich nur noch die Formel umstellen nach U Gesamt. U Gesamt ist gleich U R3 mal R Gesamt, also R2 plus R3. Ja, ein bisschen schöner muss ich das schreiben. So. Durch R3. Ja, also nur Formel umstellen, nur UR3 auf die andere Seite bringen. Jetzt kann ich alles einsetzen. U Gesamt ist gleich UR3. Da hat man gesagt, UR3 sind 5 Volt, genauso wie die Z-Diode. 5 Volt mal R2 plus R3. Da habe ich jetzt beide mal mit 10K veranschlagt. 10K plus 10K sind 20K, also 20 Kiloohm. Und R3 hat 10 Kiloohm. Und damit steht das Ergebnis fest. Das Ergebnis ist 10 Volt. Ich habe also hier 10 Volt. Das ist das Ergebnis. Okay. Ja, ich habe jetzt mal die Tafel gewischt. Und wir kommen jetzt zurück zur eingangs gemachten Bemerkung. Da hatte ich ja gesagt, dass wir hier eine Gegenkopplung haben und deshalb stellt sich hier eine Spannung von 0 Volt ein. Ja, aber ich hatte euch ja schon gesagt, das ist nicht so ganz richtig. Warum ist das nicht ganz richtig? Weil wir zwar eine Gegenkopplung haben, das ist richtig, aber wir haben auch hier eine Mitkopplung. Ne? Wenn es zum nicht invertierenden Eingang geht, ist ja eine Mitkopplung vorhanden. Geht zum invertierenden Eingang hier, da ist eine Gegenkopplung vorhanden. Das heißt, wir haben nicht nur diese Gegenkopplung hier, sondern auch eine Mitkopplung. Und deshalb ist das nicht so einfach. Da können wir nicht einfach sagen, ja, da haben wir hier 0 Volt, sondern das müssen wir mal durchdenken. Ja, und das machen wir jetzt. Und das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen einfach an, da wären nicht 0 Volt, sondern zum Beispiel, ich hätte hier 1 Volt mehr als hier. Ja, also mache ich den Spannungsfall jetzt so rum. Ich habe hier 1 Volt. Gut, was würde da passieren? Der ideale OPV verstärkt mit unendlich, der reale mit 100.000. In der Praxis natürlich nur bis 12 Volt, denn mehr können diese Dinger nicht. Ja, aber nehmen wir mal einfach eine Verstärkung von 100.000, die ist real, die würde zu 100.000 Volt führen. Ja, wie gesagt, geht zwar nicht, bei 12 Volt ist Schluss, ungefähr 12, 13 Volt, aber nehmen wir mal einfach mal an, das wäre ein idealer OPV. So, dann würden diese 100.000 Volt natürlich hier zurückgeführt. Ja, einmal per Gegenkopplung und einmal per Mitkopplung. Und wir überlegen uns jetzt, was da überwiegt, die Gegenkopplung oder die Mitkopplung. Ja, diese 100.000 Volt, die werden natürlich hier abfallen, ne? Diese zusätzlichen 100.000 Volt. Denn die Z-Diode behält ja ihre Spannung von 5 Volt, also wird hier die Spannung stark ansteigen, um 100.000 Volt. Ja. Ich meine, ist natürlich klar, keine Z-Diode verträgt 100.000 Volt, ist ja nur ein Gedankenexperiment mit idealen Bauteilen. So, was würde hier unten passieren? Wir haben einen Spannungsanstieg von 100.000 Volt, die würden sich aber verteilen auf 50.000 und 50.000 Volt. Das heißt, ich habe hier nur 50.000 Volt mehr Potenzial. Und da seht ihr schon, diese 1 Volt Unterschied, die würden, während sich hier die Spannung von, sag ich mal, 10 Volt auf 100.000 erhöht, würde sich diese Spannung hier ganz schnell verkleinern.
diese 1 Volt, weil hier die Spannung schneller steigt als hier. Ja? Hier habe ich 100.000 Volt mehr, hier habe ich nur 50.000 Volt mehr. Also würde das kippen, und zwar so lange, bis ich wieder bei meinen 0 Volt bin. Ja, und damit habe ich bewiesen, da stellt sich wirklich 0 Volt ein. Ja, warum? Weil die Gegenkopplung überwiegt. Ja, und das liegt eben daran, dass sich hier die Spannung nicht aufteilt, denn die Z-Diode hat immer 5 Volt, aber hier teilt sich die Spannung auf. Gut, machen wir noch ein weiteres Gedankenexperiment, um die ganze Sache zu verstehen. Wir vertauschen einfach mal Z-Diode und Widerstand miteinander. Ja, also ich mache mal hier meine ganzen Spannungen weg. So. Und so. Jetzt mache ich Folgendes. Ich vertausche Z-Diode und Widerstand. Meine Z-Diode und den, der muss auch weg, und den Widerstand. Jetzt überlege ich mal, wie sieht es jetzt mit Gegenkopplung und Mitkopplung aus? Was überwiegt da? Ja, auf jeden Fall kann ich ja schon mal sagen, ich habe hier immer meine 5 Volt von der Z-Diode. Ja? Und damit habe ich hier ein Potenzial von 5 Volt. Ne, die 5 Volt fallen hier an, fallen hier ab. So, 5 Volt. Dann habe ich hier ein Potenzial von 5 Volt. Ich schreibe es mal hier hin. 5 Volt. So, was würde jetzt passieren, wenn ich hier 6 Volt hätte? 1 Volt mehr. Dann hätte ich wieder 100.000 Volt. 100.000 Volt am Ausgang. Würden die zurückgekoppelt? Würden die gegengekoppelt? Nein, ne? Die hat ja hier, die Z-Diode hat immer 5 Volt. Ich habe hier immer 5 Volt. Ja, das heißt, diese Spannung, die hier dazugekommen ist, die würde hier abfallen am Widerstand. Ja, aber eine Gegenkopplung findet hier oben nicht statt, weil die Z-Diode diese 5 Volt stabil hält. Aber diese 6 Volt hier, diese 1 Volt Differenz besser gesagt, ja, die werden verstärkt zu 100.000 Volt, teilen sich hier auf, und ich habe hier 50.000 Volt mehr. Das heißt, ich hatte schon vorher mehr. Jetzt kommen nochmal 50.000 Volt dazu. Dadurch geht der sofort in die Übersteuerung. Ja, 50.000 mal 100.000 sind 50, ach, weiß ich gar nicht, Millionen, ne? In Richtung Millionen Volt. Das heißt, wir haben hier eine Mitkopplung. Wir haben nur eine Mitkopplung, keine Gegenkopplung, weil die Z-Diode jetzt an der anderen Stelle ist. Ja, wir haben nur noch diese Mitkopplung hier. Und deshalb geht der OPV sofort in die Übersteuerung. Ja, ich habe hier also sofort hier 50.000 Volt ungefähr, ja, und damit bleibt er immer in dieser Übersteuerung. Es ist also wirklich so, die Z-Diode muss an dieser Stelle sein, ja, damit die Gegenkopplung überwiegt. Vertausche ich die beiden Bauelemente, Widerstand und Z-Diode, dann habe ich gar keine Gegenkopplung mehr, sondern nur noch Mitkopplung. Das heißt, die Mitkopplung überwiegt und der OPV geht in die Übersteuerung. Ja, das war's. Auf Wiedersehen.